Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und willkommen zurück zu den Back 9 Runde 3 California Classics im Riviera Country Club. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr auch wieder heute mit dabei seid, dass ihr sozusagen hier auf dem Hügel steht als Zuschauer und mir zusehen wollt, wie ich hier gleich an der 10 abschlage. Aber zuvor gucken wir nochmal ganz kurz auf unsere Scorekarte, die eigentlich wieder mal richtig schöne ist. 4 Birdies haben wir hier gespielt an den Par 4s und an der natürlich obligatorischen Nummer 1. Da, wo ihr seht, links unten eigentlich noch ein Eagle aussteht. Wenn wir hier diesen Quest erfüllen wollen, dann müssen wir hier an der 1 in der vierten Runde noch ein Eagle spielen. Okay, ansonsten haben wir bisher immer die Back 9 relativ gut gespielt und da bin ich also auch sehr zuversichtlich, dass uns das auch heute gelingen wird, denn der Wind ist, ich will es mal so sagen, nicht unser Feind heute. Das Leaderboard sieht auch hervorragend aus. Am Moving Day heißt es ja, muss man sich in Position bringen für den vierten Spieltag. Wir sind eigentlich schon in bester Position und ich hoffe, da können wir noch ein bisschen was dran schrauben. Das würde mich jedenfalls freuen. Also im Moment sieht es sehr, sehr gut aus und so soll es dann jetzt auch hier weitergehen. Wir schauen uns das Ganze an. Wir haben hier Gegenwind und deswegen wäre jetzt vielleicht die Option, ja, doch hier mit dem Driver reinzuschlagen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, denn wenn wir mit dem Hölzchen schlagen, dann liegen wir vermutlich irgendwo hier vorne. Und dann haben wir ein bisschen das Problem, dass wir hier über den Bunker schlagen müssen, weil sich ja die Fahne wieder mal ganz, ganz hinten befindet. Ja, ich glaube eigentlich nicht, dass wir es bis dahin schaffen. Okay, wir müssen mal... Okay, der Wind drückt den Ball nach rechts. Das ist jetzt interessant. Ja gut, wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützen, hoffentlich mit einem Fade. Und wenn wir Glück haben, rollt er hier tatsächlich aufs Grün. Aber die Kurve, ja, wird dann hinten rausrollen. Aber da hinten haben wir ja schon mal einen guten Bunkerschlag gemacht. Also, gehen wir noch ein bisschen mehr nach rechts und noch ein bisschen mehr Fade. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay, wenn er ein bisschen nach rechts springt, kommt er aufs Grün. Ah, schade, schade. So not a whole lot left to go here as he'll set up his second for this par 4. So, das letzte Mal haben wir uns ja hier bös verpitcht, ne? Da haben wir uns ja bös verpitcht. 34. Und diesmal gehen wir aber ganz deutlich zurück, weil der doch ziemlich rollen wird. Was haben wir denn das letzte Mal? Da waren es, glaube ich, nur 5, die wir weniger gemacht haben. 34, jetzt haben wir... Oh, ja, okay, 24. Ja, aber auf der anderen Seite ist es mir lieber, wenn er etwas zu kurz ist, als dass er wieder hinten rausrollt. So, ich muss nochmal schauen, weil wenn... Wo kommt der auf höchstwahrscheinlich? Okay, und dann wird er auf jeden Fall nach links springen. Ja, das, wenn er rollt, rollt er sowieso nach links. Also müssen wir viel weiter hier rechts anhalten. Nochmal. 34. Wir sollten auf jeden Fall hier anhalten. 24. Ja, der ist aber richtig nach hinten rausgerollt. Ich glaube, da steckte die Fahne sogar ein bisschen weiter vorne. Okay, wir gehen mal auf 23. Er soll auf jeden Fall rollen. So, kriegt uns. Ja, okay. Ja, das war so geplant, dass er eben nach links runterrollt. Und mir ist es lieber, dass er etwas kürzer ist. Den wirklich zum Stock bringen, ihr seht, da hinten ist ja kein Platz. Und vor allen Dingen, er rennt dann gleich links runter und ist weg. Das hatten wir jedenfalls in der ersten Runde. Okay, was haben wir? Wir haben ein Level, sagt er.
Ja, okay. Also Level ein bisschen mehr. Ja, nur ein bisschen mehr, weil wie gesagt, wenn der hinten rüberrollt, dann rennt er uns links weg. Und wenn er runterrollt, dann haben wir echt Trouble. Das wollen wir also wirklich vermeiden. Okay, das ist schon ein Break. Der müsste den doch deutlich nach links rüber drücken. Und wenn wir etwas kürzer bleiben, bricht er auch früher. Ah, und jetzt bleibt liegen. Okay, schade, schade. Hätten wir doch deutlich mehr machen müssen. So. Auch jetzt haben wir wieder Level, oder? Oh ne, jetzt geht es ein bisschen hoch. Okay, jetzt geben wir mal auf jeden Fall einen mit, weil da kann jetzt nach hinten raus nicht mehr so viel passieren. Linke Lochkante. Ja, ist schon ganz schön runtergedrückt worden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er unter dem Loch durchläuft. Safely in. We're to par here at the 10th. And he'll stay right where he is. So, unsere Mitbewerber haben auf jeden Fall einen Birdie gespielt. Arriving now at the second par 5 on the course, the 583-yard 11th. Eucalyptus trees lining both sides of the fairway and a grass barranca about 200 yards from the green has to be navigated on your second shot. Ja, das ist, ich sag hier immer so ein bisschen die Allee, die 11, weil da haben wir nicht viel Platz links und rechts, weil ja überall die Bäume stehen. Da müssen wir gucken, haben wir da jetzt Gegenwind? Nein, wir haben Wind nach links. Das ist eigentlich gut, weil das Grün, das Fairway ein bisschen nach rechts abfällt. Yep. Da das Fairway nach rechts abfällt, ist das gut, wenn uns der Wind den Ball nach links treibt. Ja, das nehmen wir einfach so, wie er jetzt steht. Gerade das Fairway runterschlagen. Er startet schon wieder leicht rechts. Bleibt auch rechts. Aber springt zum Glück nicht rechts rüber. Ja, das sollte passen. Ja, da hat er sich ein Lächeln verdient. So. Oh ja, klar, natürlich. Nee, ist überhaupt nicht zu erreichen. Wir können höchstens versuchen, dass wir den reinfaden können. Und dass er dann aufs Grün rollt mit dem Holz 3. Aber so wie natürlich der Pin ist, da haben wir keine Chance, da hinzukommen. Okay. Ja, der Slope wird den eigentlich auch ein bisschen rüberdrücken. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie weit er rollt. Kriegt er einen Kick? Ja, noch ein bisschen, 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 damit wir den Bunker nicht zwischen uns und dem Stock haben. So, wir haben wieder einen spannenden Pitch, 26. Okay, 6 weniger. Okay, wir machen so viel weniger. Was tut sich hier? Ach, es geht ein bisschen berghoch, ne? Das heißt, er wird ja bremsen. Ansonsten tut sich nicht viel. Eher über links, wenn ich das richtig sehe. 26, 20. Ja, auf jeden Fall, wenn er zu kurz ist, dann haben wir einen Bergauf-Putt. Japp, ein bisschen mehr. Oh ja, den haben wir gut mitgegeben. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Bergab-Putt. Okay. Yep, aber das ist ja nicht so, dass der nicht machbar wäre. Da, es geht bergab, wie ich mir gedacht habe. Aber das sollten wir mitnehmen. Über links. Vorne wird er auf jeden Fall rumbrechen. Und das Birdie nehmen wir mit. It's a birdie here at 11. He gets it to 20 under par.
Jo, ich würde sagen, das läuft wunderbar für uns. Up next, a toughie, the 479-yard par 4 12th. It is a gentle left to right, so fading the ball is encouraged. Up near the green, beware of that lone sycamore tree known as the Humphrey Bogart tree, so named because he loved watching golf and relaxing under its shade. So, da kommen jetzt diese beiden Bahnen, wo wir einfach shapen müssen. Hier müssen wir dein Fade spielen. Das heißt also die Kurve links nach rechts rüber, damit wir hier am Baum vorbeikommen und dass natürlich hier auch die Bahn ein bisschen nach links, nach rechts geht. Die nächste Bahn, die 13, ist dann praktisch das Umgekehrte. Da müssen wir den Draw spielen. Okay, das heißt jetzt erstmal hier den Draw bzw. den Fade hier einsetzen. Okay, ja, man sieht dann auch, ne, je mehr wir faden, desto kürzer wird es auch. Ja, okay. So, die Frage ist halt nur, wie weit, damit er dann halt dann aufs Fairway auch kommt. Okay. Jupp, sehr schön. Ja, ein bisschen wieder zu kurz geschwungen. Aber die Kurve passt und stimmt. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here, and this another fine tee shot. Ja gut, 210 Yards noch bis zum Stock ist schon ordentlich. Auch Eisen 4, ja klar. Eisen 4 gefällt mir gar nicht. Eisen 5 aufs Grün. Der Wind wird ihn dann Mitte Grün ablegen und dann rollt er zum Stock hin. Das Ganze bewegt sich von rechts nach links, aber der Wind geht von links nach rechts. Ja. Das ist so ein bisschen, das hebt sich dann sozusagen ein bisschen auf. Ne? Wir müssen eigentlich rechts vom Stock aufkommen und der Slope, dann müsste er ein bisschen nach links rüber kicken. Es darf halt wieder nicht zu viel sein, weil man sieht, das ist ein erhöhtes Grün. Rechts und links fällt es ab. Wir müssen einfach safe aufs Grün kommen und liegen bleiben. Aber wir haben ja auch ordentlich Wind. Also 5 macht sich bemerkbar, definitiv. Okay. Wie immer, aufs Grün kommen und einfach keinen Fehler machen. So, das Ganze wieder ein bisschen höher anspielen. Damit er hoffentlich liegen bleibt. Ja, komm, fall runter und bleib liegen. Oh, der rennt hinten raus. Der rennt hinten raus. Ja, okay, da können wir das Texas Wedge benutzen aus dem Fairway. Müsste Texas Wedge gehen, oder? Ja, das macht mir Freude. Also 100 Texas Wedge. Ist natürlich immer klar, wenn man hier durchs Fairway puttet, dann kann er natürlich stark verspringen. Aber wenn ich natürlich jetzt hier chippe, ich tue mich einfach immer ein bisschen schwer mit den Chips, muss ich sagen. So, und Texas Wedge ist einfach für mich safe. Es geht aber 7 Inches nach oben. Okay, das heißt also auf jeden Fall 3 Kästchen. Und wir machen ein bisschen mehr, weil wir durchs Vorgrün müssen. Okay, ansonsten tut sich da eigentlich wenig. Es bricht am Anfang ein bisschen nach links. Vorne geht es dann wieder. Ja, das ist so ein bisschen so ein Zickzack-Kurs. Also tendenziell eher leicht rechts anhalten. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt bis zum Stock kommen. Ja, und er bricht sofort links. Der ist gar nicht auf der Linie gewesen. Und wir sind zu kurz. Okay. Yeah, that'll come up just a bit short. But I'll tell you what, from off the green, that's pretty well judged. So, es geht immer noch ein bisschen berghoch. Und haben wir da jetzt Break oder haben wir keinen Break? Wir gehen doch ein bisschen über links. No missteps there. It is a par here at 12. And he'll stay at 20 under. So, auch das wieder ein gutes Up and Down. Well, here's the genius of the design at Riviera. Number 12 was asking you to hit a little bit of a fade. 13. Well, they're telling you to hit a draw. That's a good golf course when you have to work the ball both ways. This is a really tough driving hole. Ja, auch das ist so ein bisschen eine Allee. Links und rechts Bäume, aber diesmal haben wir die Kurve. Das heißt, hier wird es jetzt etwas schwieriger, den Ball optimal abzulegen.
Und wir haben natürlich auch wieder den Gegenwind. Okay, das heißt, wir werden Länge verlieren. Also wir müssen eigentlich den Ball reindrohen. Es hilft nichts. Wir müssen den eigentlich reindrohen. So, um die Bäume rum. In der Hoffnung, dass wir da eben nicht hängen bleiben. Aber wir kommen eigentlich auch nicht bis da vorne hin, wenn man mich fragt. Aber wer fragt mich schon? Ja, okay. Wir versuchen so. Komm, stell dich an den Ball. Jupp. Also in der Gewissheit, dass er eigentlich etwas kürzer... Okay, da haben wir, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Dass er durch die Blätter ist. Eisen 6 ins Grün. Oh ja, und wir müssen über den Baum, in Anführungszeichen. Oder wir spielen halt den Draw. Und lassen ihn hinlaufen. Aber der Wind ist natürlich gegen uns. Ja, so wild ist es nicht. Gegen uns Eisen 6. Wir nehmen Eisen 7 und drohen den Ball rein. Ja, auch hier wieder die Gefahr, wenn wir zu viel Kurve haben, dann läuft er uns links weg. Wir haben etwas Gegenwind. Eisen 7 bleibt verhältnismäßig schnell liegen. Wir spielen den etwas kurz vom Fairway und müssen drohen. Ja, wieder ein bisschen überzogen. So, aber im Prinzip passt es. Okay. Auch der wieder safe auf dem Green. Wird vermutlich der Reporter gleich sagen. Oder sagt er gar nichts? Sind sie sprachlos? Now this for another birdie. Ja, gut, also das ist jetzt eher eine kleine, geringe Birdie-Chance. 37 Fuß. Wir sind aber level. Okay, ein bisschen mehr. Das Ganze bricht die ganze Zeit von rechts nach links. Ja, wir dürfen auf jeden Fall wieder nicht zu lang werden. Da hinten rollt er uns sonst. Aber wir haben eigentlich genügend Luft. Eigentlich haben wir genügend Platz. Ja, das letzte Mal, glaube ich, an der 2 oder 3, da hatten wir auch so einen Putt. Da waren wir dann doch rechts zu hoch. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen niedriger. Okay, der ist geschmeidig, aber läuft vorbei. Okay. Yeah, that's a pretty good putt. Just a little bit off the mark. Yep. So, ein bisschen bergab. Okay. Über links. Das Break wird er mitnehmen. Das Break spüren wir. Well judged, that is in for par here at 13. And he'll remain right where he is. So, mittlerweile 13 Schläge Vorsprung. Forward now to the 14th, a par 3 at 192 yards. Flanked by bunkers, this green is wider than it is deep, making it important to get one up in the air and stop it quickly. So, okay, wir sind an der 14. Das ist ein Par 3 mit 186. Die Fahne steckt mal wieder auf der rechten Seite, aber sie steckt diesmal ein bisschen weiter hinten. Auch hier sehen wir das Plateau. Hier geht es dann ein bisschen runter. Im Prinzip sind das drei Plateaus, wobei hier ist ein bisschen mehr. Okay, ein bisschen mehr Welle. Der Wind drückt ihn nach rechts. Okay, Eisen 6. Mich würde interessieren, was eigentlich passiert, wenn wir hinten gegen das Häuschen hauen. Ob es dann eine Dropzone gibt? Nein. Oder wie es dann läuft, dass der automatisch den Ball da irgendwo hinlegt. Naja, müssen wir nicht unbedingt erfahren.
Wir schauen nochmal. Okay, das wäre mit dem Wind. Wenn er den denn nun annimmt, das heißt, er müsste eigentlich etwas kürzer sein. Etwas höher, etwas kürzer. Eisen 6. Naja, er müsste Anfang grün aufkommen. Er müsste Anfang grün aufkommen, damit er zum Liegen kommt. Okay, wieder ein bisschen über Pace. Der ist zu lang. Ich gehe davon aus, dass der zu lang ist. Also er ist lang, aber nicht deutlich zu lang. Chance now for another birdie. A great deal of success on the greens thus far, but this one's going to be a challenge. So, ein Inch ist nicht so viel. Ja, gut, vorhin war er einfach wieder zu kurz. Deswegen können wir es nicht sagen. Langsam kontinuierlich nach rechts. Auf. Okay. Break than he was expecting as that one winds up undercutting the hole. So, das Schöne ist, dass wir ja eigentlich meistens immer kurze Rückputts haben. Also das heißt, wir machen nicht so viel falsch. Wir geben dem Ball die Chance zu fallen. So, das ist Level. No issues there. It is a par here at 14. Und sie laufen uns auch nicht weiß Gott wie weit an dem Loch vorbei. Also im Prinzip haben wir ein gutes Putting. Next up, the par 4 15th at 487 yards. It's another one that favors someone who can move the ball left to right off the tee. If you've got enough to work it over that fairway bunker right, it should leave you with an open look to a fairly accessible green. So, das Gute ist diesmal, dass die Fahne hier links steckt und das heißt also links vom Bunker und wir den im Zweifel reinrollen lassen können, denn das Problem ist wieder, wir haben Gegenwind und deswegen werden wir den hier kaum vernünftig lang reinkriegen. Okay, 276, 470, ja, das heißt, da brauchen wir mit Sicherheit wieder ein Eisen 4 oder so und müssen den reinrollen lassen, aber okay. Wir nehmen es, wie es kommt. Ich glaube, in der zweiten Runde hatten wir Glück, dass er gerade so vor dem Bunker liegen geblieben ist. Er startet auch schon wieder sofort nach rechts. Aber diesmal bleibt er definitiv links vom Bunker. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here. So. Ja, 196 ist okay. Ich hoffe, ein Eisen 5, oder? Yep. Ja, drückt ihn uns rüber. Eisen 5. Er drückt ihn uns rüber. Das ist eigentlich kein Gegenwind. Also eher würde ich ein Eisen 6 spielen wollen in dem Fall. Weil wir haben ja genügend Luft. Im Zweifel bleibt er hier vor dem Ding liegen. So, da hinten ist jetzt auch kein Slope, der den nach links weglaufen lässt. So, wir schauen mal. Okay, der Wind macht sich bemerkbar auf jeden Fall. Eisen 6. Aber wir haben ein bisschen Gegenwind, definitiv. Links vom Stock aufkommen lassen, dann wird er ein kleines bisschen noch nach rechts rüberlaufen. Ja, die Kurve nimmt er. So, und jetzt bupp und liegen bleiben. Ja, rollt doch noch kontinuierlich weg. Ja, ja, wenig Spin drauf anscheinend. No problems there. Really good approach shot. And now, good look at birdie. Now this for another birdie.
Well, and he's had great conversion on putts like this. Even when he's not close to the hole, he's left himself with very makeable opportunities. Ja, das ist im Prinzip so ein ähnlicher Putt, den wir gerade eben hatten. Und jetzt überlege ich gerade wieder, jetzt habe ich es echt nicht in Erinnerung, aber ja, der ist zu früh gebrochen, der ist doch vorhin, ah, okay. Das war doch vorhin ein links nach rechts, oder? Ja, hilft nichts. Wir müssen ja auch die Länge haben. Okay. Ja, wir machen ein bisschen weniger. Oh, yes. Plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And he moves to 21 under par. Diesmal die richtige Entscheidung getroffen. The 16th hole at Riviera, the final par 3 of the round. It's a tough one at 166 yards. Hit it anywhere on the putting surface, you'll likely be just fine. Miss, and you're almost certain to be in one of the four bunkers framing the entirety of the green. So, dieses, ja, get one eagle, und das werden wir in der 17 aber nicht schaffen. So, das ist, das haben wir bis jetzt immer sehr gut gespielt. Hier muss es natürlich die Länge passen. Eisen 8. Der Wind drückt ihn uns einfach nur nach, ups, falsch. Wir müssen erst ansprechen. Ja, jetzt sehen wir es. Ach. Okay, der zuckt immer da oben, je nach Wind. Dann haben wir da ein Problem mit dem, da oben mit dem, ja, okay. Dann müssen wir uns da nochmal überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Vermutlich dann doch ein bisschen gegendrawn. Eisen 8 gegen den Wind. Es geht etwas runter. Ja, wir werden ihn etwas kürzer spielen. Und wir werden ihn natürlich drawn. Wir müssen da ein bisschen drohen. Ja, ist natürlich klar, da wo die Fahne steckt, wird es natürlich kurz. Da hat man nicht viel Grün zum Anspielen. Da kommt dann natürlich der Bunker ins Spiel. Aber ich bin soweit zuversichtlich, dass wir das Grün erreichen und treffen werden. Ah, kommt der rein? Der kommt nicht rein, oder? Kommt der rein? Nee. Okay, die Länge war sehr, sehr gut, aber you don't quite gauge the wind, and that one fooled him. He is off to the right now on this par 3. Die Länge war eigentlich sehr, sehr gut, aber der Wind hat den doch ein bisschen zu weit rüber. Also der Draw hat nicht genügend gemacht. Wir hätten weiter links anhalten müssen. Okay, der Chip mit 89,98. Freunde, ihr wisst ja, ich bin eher ein Mann des Lobshots. Auf der anderen Seite müssten wir eigentlich mal einen Chip probieren. Die Frage ist halt, wie ist da jetzt die... Der müsste ja eigentlich rollen wie das Messer. Okay, wenn wir hier haben 6 Yards, dann müssten wir ja eigentlich bei 2 Yards aufkommen und der müsste dann rollen. So müsste eigentlich das sein. Weil das ist ja das, was er in der Luft macht. Ob das stimmt? Ah ja. Okay. Naja, er hatte die Chance. All the elements of his game have been in sync today. A terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Ja, wenn ihr das sagt. So, Level, bisschen mehr über die linke Seite. Denn wir haben Break. Wir haben Break.
Okay, that'll be a par here at 16. And he's going to remain at minus 21. We make our final turn back up toward the clubhouse as we come to the 590-yard par 5 17th. Getting on here in two is no sure thing, especially given all the bunkers that pop up along the way. So, das ist jetzt dieses Par 5, was wir eigentlich nicht erreichen können mit dem zweiten. Aber die Fahne steckt gut und da müssen wir uns wieder Gedanken machen, ob wir auf die linke Seite gehen, damit wir grün haben und keinen Bunker. Aber das werden wir dann sehen mit dem nächsten Schlag, weil der Schlag soll uns jetzt erstmal einfach nur ins Fairway Meter machen und auf die linke Seite bringen. So, ruhig ein bisschen mehr. This one starting a little left off yep. The tee. Ja, der wird jetzt da schön runterrollen. So, 254 Carry, 294, das heißt, da hat man nochmal 50 Yards Roll, das ist gut. Was aber natürlich auch ein bisschen im Rückenwind geschuldet war. So, das ist jetzt der Punkt. Also, wenn wir den jetzt versuchen, hier unten zum Liegen zu bringen, dann ist das eigentlich auch okay. Ja, da müssen wir trotzdem da ein bisschen über den Bunker. Besser wäre natürlich rein theoretisch von hier, dann haben wir gar keinen. Da müssen wir nur über den Bunker spielen, haben aber jede Menge Grün zum Anspielen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich hoffen, beziehungsweise müssen wir schauen, dass er da auch zum Liegen kommt. Jetzt, wenn wir das Hybrid spielen, dann rollt er mir vermutlich hier zu weit runter. Eisen 4. Wir müssen das eigentlich hier anvisieren. Ja. Okay. Ja, machen wir ein kurzes Hybrid 3. Und dann schauen wir mal. Ja, der Slope wird ihn jetzt ein bisschen nach rechts. Genau. Ja, dann sind wir genau im Durchgang. Has to be thrilled with that second shot here to the par 5. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Pitch 6 Fuß. 42. Ja, wir müssen eigentlich auf dem Grün aufkommen. Das ist ein bisschen das Problem. Wir haben wenig Grün zum Anspielen. Wenn wir hier im Slope aufkommen, dann verhungert er uns, dann bleibt er gleich liegen. Und wenn er zu lang ist, dann läuft er halt hier hinten durch. Und ich würde ihn eigentlich lieber hier unten zum Liegen kriegen. Dann haben wir nämlich einen schönen Bergauf-Putt. Aber ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Ich meine, wenn wir hier unten, dann haben wir eigentlich gar keine Chance, dass er fällt. Also das heißt, das Eagle können wir gar nicht spielen. Ja, die Frage ist halt ein Spinner. Dann würde man schnell zum Liegen bringen. So, da haben wir doch einen Flop. Ah ja, okay. Long Flop. Ja gut, der bringt uns eigentlich auch nichts. Gut, also gut. Nochmal. Das heißt, wir werden den jetzt versuchen zu pitchen, und zwar hier hin und den hoch anpitchen. In der Hoffnung, dass er relativ schnell liegen bleibt. Komm. Okay, not too bad there. Ja, jetzt liegen wir natürlich nicht direkt unterm Stock. Jetzt haben wir natürlich hier das Break. Ja. Aber okay, müssen wir mit dem Leben? Müssen wir damit leben? Ja,
das Break werden wir merken. Das Break werden wir merken. Ja, der wird dann reinkippen. Ja, oder nicht? Schade. Gut, das ist dann auch wieder nur das Paar, in Anführungszeichen. Aber noch sind wir bogeyfrei und jetzt kommen wir auf die 18 und die 18 ist ja auch eine spannende Nummer. Und da wollen wir da mal schauen. Such a unique closing hole, the 18th here at Riviera at 475 yards. You're asked to hit your tee shot onto a 30-foot rise. That features hillside to the left and gully to the right. From there, it is a tough approach into the amphitheater green. So, die vorne steckt kurz. Das ist nicht schlecht, aber wir werden mit Sicherheit... Oh, wir haben Mitwind. Das ist natürlich sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir schauen mal kurz ins Leaderboard. Denn ich habe gesehen, im Prinzip sind alle drin. Es sind alle drin mit 64, 70, 67. Da unten natürlich der Kollege hat uns ja verfolgt. Beziehungsweise mit dem wir hier im Flight unterwegs sind. Plus 3. Für ihn war das dann kein so schöner Tag. Für ihn ging der Moving Day nach hinten. Während wir mit minus 6 ganz vorne mit dabei sind. Eine minus 7 hat hier der Kollege Umberto Carvalho gespielt. Aber wir haben ordentlich Vorsprung. Also, das kann man ja fast schier nicht mehr in der vierten Runde vergeigen, würde ich sagen. Aber wir wollen auch nicht damit anfangen. Das heißt, wir haben hier kräftig Rückenwind. Wir werden wieder versuchen, hier in den Slope zu kommen. In den Slope. Und dann wird er hier hoffentlich ein bisschen runterrollen. Okay. Das macht er dann. Da macht er hoffentlich noch ein bisschen mehr Länge. So, ah ja, okay. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here, and this, another fine tee shot. Yep, 163 Yards bis zum Loch. Das ist ein Eisen 7. Eisen 8. Let's go to Noda. Tough not to get distracted with the majestic amphitheater setting here at the 18th at Riviera, but be mindful, you must land the ball left of the hole to get it close. Er sagt, wir sollen den links vom Stock zum Liegen bringen. Okay. Also die Bäume sind auf jeden Fall nicht im Weg. Das Grün ist etwas erhöht. Das Grün ist etwas erhöht, aber wir haben auch etwas Rückenwind. Eisen 8. Wenn er aufkommt, springt er ein bisschen nach rechts. Das ist das, was er wohl vermutlich gemeint hat. Und es kommt alles von oben runter. Das heißt, er müsste eigentlich schnell zum Liegen kommen. Ja. Ich würde auch sagen, wir versuchen den über links zu... Ja, über die linke Seite. Ja. Und wir werden ihn aber doch noch ein bisschen höher anspielen. Wegen dem Wind. Aber der wird doch etwas schwächer. Okay. Also wir sind auf jeden Fall links vom Stock und okay, ein Bergabputt. Good shot, safely on the green and a birdie chance. Now this for another birdie. Ja, yep. der wird rollen. So bergab passt das ja irgendwie nicht so mit den vier Kästchen. Bergab passt es eigentlich nicht so. Der wird uns eher verhungern. Okay. Ja. Gut. Müssen wir schauen, dass er uns nicht zu sehr nach rechts abhaut. Yes, a birdie at the last. That will be a third round score of 64.
So our featured golfer likely going to be doing a little tossing and turning tonight, working with a 54-hole lead and looking for that first PGA Tour win. Frank, dial it back a few years. What's that? A lot of years. Yeah, what's that? What's that like? Well, I remember when I was 22, my first professional win was in Australia, and you actually don't know. You ask yourself the question. You look at the leaderboard, all those players in front of you. Do I really fit? And then after 18 agonizing holes, you go, I belong. So that's it for us. For Frank, Noda, Iona, and our entire crew, Rich Lerner saying, thanks for joining us. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour. So, habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich diesen Platz einfach mag? Yep. Also, ich kann nichts, was soll ich sagen? Also, ich gucke jetzt wieder hier auf die Scorekarte und sie ist einfach wieder wunderschön. Minus 7, das zweite Mal jetzt hier bogeyfrei, um genau zu sein, haben wir gerade mal in der ersten Runde an der 18. Eben an dieser 18 haben wir ein Bogey gespielt. In der zweiten Runde sind wir knapp am Birdie vorbeigeschrammt und haben das Pärchen gespielt. Und diesmal haben wir das Birdie gespielt. Also das nenne ich doch echt mal eine Verbesserung und eine richtige Richtung. Freunde, das soll es gewesen sein für die dritte Runde. Das sieht hervorragend aus, denn was soll ich jetzt dazu sagen? Wir schauen aufs Leaderboard. Das ist deutlich, weil halt einfach auch der Platz mir liegt. Das ist einfach ein guter Platz. Nicht so wie Wolf Creek, wo ich vor jedem Schlag immer ein bisschen Bammel habe und schwitzige Hände am Controller bekomme. Der Platz ist wunderbar, der ist wunderschön. Und natürlich, klar, wir werden auch, was die KI angeht, das Ganze dann später ein bisschen nachziehen, weil im Moment sind wir da wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Aber das werden wir dann erst für das nächste Tournament machen. Auf jeden Fall. So, wenn euch das Ganze hier gut gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder auch was in die Kommentare schreibt. Das ist immer schön, das ist immer schön. Und ansonsten natürlich, wenn ihr hier keine weiteren Folgen verpassen wollt hier auf dem Kanal, dann bitte natürlich ein Abo dalassen. Das würde mich freuen, wäre herzallerliebst und würde den Kanal ein bisschen helfen und supporten. Dafür würde ich mich sehr, sehr bei euch bedanken. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal für eure Zeit, fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Ich muss einfach sagen, der Platz macht mir voll die Freude. So, vierte Runde, Final Runde, dann demnächst hier auf dem Kanal. Das war's für die Back 9 der dritten Runde bei den California Classics im Riviera Country Club, dem dritten Event hier auf der Corn Ferry Tour. Und ich sage danke, tschüss, ciao und wünsche euch allen ein schönes Spiel.